Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Wild Christmas Adventskalender von Youstar für dich. Genau, das ist der Leopard Beauty Advent Kalender von Youstar. Kennst du die Marke Youstar? Ich kannte sie vorher nicht so wirklich. Ich habe das gesehen auf so einer Homepage, wo man gucken konnte, was für Adventskalender es so gibt. Und da ist der halt auch aufgelistet gewesen. Genauso wie der Youstar Flamingo Adventskalender, den ich ja auch schon mit dir aufgemacht habe. Und ich finde, jetzt mal ohne Witz, ne, dass der sehr, sehr vergleichbar ist. Von Essence, auf jeden Fall von den Preisen der Marke her, also Youstar, ne? Der Inhalt, der ist aber geil. Also sehr abwechslungsreich, du kannst im Prinzip ein Fullface damit schminken. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Produkte gleich so performen werden. Ich werde einiges austesten und ja, ich bin wirklich gespannt, was hier so drin ist. Ein Teil davon werde ich auch an dich verlosen, weil ich kann nicht alles aus den ganzen Adventskalendern behalten. Ich habe nur ein Gesicht, einen Körper, ne? Bin halt nur eine Person. Ein Teil werde ich auch an Freunde, Familie, Bekannte, wie auch immer, verschenken in Adventskalendern zu Weihnachten und so weiter. Der Adventskalender hat jetzt tatsächlich 29,99 € gekostet. Ich verlinke ihn dir mal unten in der Infobox. Den habe ich auf Amazon gekauft. Du kannst ihn auch auf der eigenen Homepage, ich glaube Dobner Kosmetik nennt sich das, kaufen. Genau, Dobner Kosmetik. Und der ist cruelty free, also der ist tierversuchsfrei. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, ich finde das Design halt auch echt schön weihnachtlich. Ne? Er ist riesig, er ist wirklich riesig. Und du hast hier halt im Hintergrund den Tannenbaum aufgeführt mit verschiedenen Kugeln. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Design, was man gerne den ganzen Advent über bei sich hat stehen hat. Genau. Und ja, ich quatsch nicht lange, wir machen ihn auf. Selbstverständlich starten wir mit der Nummer 1. Und es geht schon ziemlich groß los, um es mal so zu sagen. Wild Brows, ein Eyebrow Make-up Styling Kit. Da kannst du dir die Augenbrauen mitmachen. Das ist ja der Wahnsinn. Wow. Okay, hier hast du drei verschiedene Töne und dann hast du hier noch einen Spoolie und ein Pinselchen mit dabei und einen Spiegel. Alto Belli, also das ist ja mal richtig geil. So, die Töne swatche ich tatsächlich mal. Ja, der hellste wird, glaube ich, zu hell sein. Der mittlerste ist schön aschig und der dunkelste ist auch super. Also, ne, gucken wir uns mal an. Oh, wow. Ja. Ne? Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Sehr, sehr gut. Und dadurch, dass es halt drei verschiedene Puderfarben sind, hat man da echt die Möglichkeit, als jeder Haartyp, sage ich mal, außer man hat schwarze Haare, aber da hat man meistens dann ja auch Augenbrauen und nicht Augenbrauen, die man sich malen muss. ne? Richtig geil. Richtig geil. 3x2,5 Gramm sind da drin. Das ist echt viel, ne? Also krass. Haben andere als Produkt in der 6 oder so drin. Wo haben wir denn die Nummer 2? Hier oben. Es ist länglich und fühlt sich nach einem Lippenprodukt an. Oh mein Gott. Ja. Hier haben wir einen richtig, richtig geilen Lipgloss. Der ist ja mega geil. Der ist rosa mit so Schimmerpigmenten auch noch mit drin. Übrigens nicht wundern, dass ich nur zwei Nägel lackiert habe. Ich mache ein paar Adventskalender heute auf und habe gar keinen Nagellack am Anfang drauf gehabt. War heute Morgen bzw. von 9 bis 16 Uhr oben und habe Tapeten abgerissen. Danach waren meine Nägel leider nicht mehr gebrauchbar. Wahnsinn, was ist das für eine Farbe? 5,5 Milliliter, aber da steht jetzt keine Farbbezeichnung drauf. Wahnsinnig cool, packe ich dir mit in die Verlosung. Der sieht so schön aus, den kannst du super als Liptopper nehmen. Richtig geil. Hier oben ist die Nummer 3. Oh, geil. Da haben wir eine Pinzette drin, in so einem richtig coolen Leo-Style. Und ich hatte jetzt in mehreren Adventskalendern Pinzetten drin, das heißt, die geht jetzt auf jeden Fall auch in die Verlosung mit rein. Mega geil. Doch, die schließt auch komplett, ne? Also da, das scheint eine gar nicht mal allzu schlechte Qualität zu sein, um das mal so zu sagen. Cool. Die Nummer 4. Das ist ein Stick-Highlighter scheinbar. Ja, Highlight Color Stick, Super Bright and Luminous. Genau.
Der geht jetzt tatsächlich nicht in die Verlosung. Den werde ich als Weihnachtsgeschenk bzw. als Inhalt eines Adventskalenders nehmen. Ich habe ähnliche da, zum Beispiel hier einen von Douglas. Den habe ich jetzt tatsächlich heute auch drauf. Also, ne, das sind schöne Produkte und teste ich mich jetzt immer mehr ran. Mache ich quasi über die Foundation, bevor ich mich abpuder, und dann mache ich nochmal einen normalen Highlighter drüber. Das hat bislang ganz gut funktioniert. Dafür habe ich ja auch die Adventskalender, dass ich quasi jetzt so Weihnachtsgeschenke sammeln kann. Jetzt schon im September, kann man machen, oder? Und selber Adventskalender zusammenstellen kann für liebe Menschen um mich herum. Und ja, so ist das halt alle. So, das war die Nummer 4. Die Nummer 5, die haben wir hier unten. Ein Pro-Liner Long-Lasting Lip Liner Pencil. Das ist ein roter Lip Liner. Rote Lip Liner habe ich zuhauf. Der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung mit rein. Ja, ist so ein Stift quasi, den du anspitzen kannst. Ich glaube nicht, dass du den... Doch, du kannst den hochdrehen. Auch das... Nee, du hast hier hinten einen Anspitzer mit drin. Okay. Okay, ne? Kannst du anspitzen, um da wieder eine Spitze zu kriegen. Genau. Nikolaus. Nikolaus haben wir hier. Santa Claudia freut sich immer, immer auf Nikolaus und hofft darauf, dass es was Schönes ist. Ja! Au. Komm raus! Mega geil! Oh, wie geil ist der denn? Oh, das ist ein Rouge-Pinsel, ein Blush-Pinsel. Und Leute, der fühlt sich so schön weich an. Und dann hat der hier noch so ein Leo. Ist das geil? Das ist richtig Stoff, ne? Hier steht Use da drauf. Oh, geil! Den finde ich richtig toll. Ich liebe Pinsel. Ich liebe Pinsel. Oh. Und wenn sich die auch noch so schön anfühlen. Ich meine, das wird irgendwann abgehen. Ne? Da wollen wir jetzt mal nicht irgendwie. Aber das fühlt sich toll an. Tolles Nikolausgeschenk. Oh. 7. Hier oben. Ah ja, das hatte ich schon bei einem anderen. Das ist ein Haargummi. Und zwar in Leo-Style. Das kommt in die Verlosung, weil das für mich leider nicht funktioniert. Ich benutze halt immer diese Invisibobble oder Invisibobble-Nachmache, hauptsächlich Invisibobble. Pack die dann immer wieder in heißes Wasser, in kaltes Wasser, damit die sich halt wieder zusammenziehen. Aber für meine Haare kannst du sowas nicht gebrauchen. Deswegen Verlosung. Die Nummer 8. Ein Lippenstift. Rose Taupe ist die Farbe. Okay. Wild Lips. Ein Glossy Lipstick. Auch wieder in diesem schönen Leo-Style. Finde ich total super. Okay, das ist ein ganz normaler Nude-Ton. Ja, ne? Da habe ich einige von. Der kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Vom Geruch her ist der sehr neutral. Hier oben haben wir eine große runde Nummer 9. Wild Savannah Bronzer. Ja, geil. Guck mal. Das ist ein großer Bronzer. Hier sind einfach mal 12 Gramm Bronzer drin. Das ist krass, oder? Das ist eine schöne Farbe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oh, ich stehe auf sowas, ne? Ja, ist auch schön pigmentiert. Ein bisschen warm. Aber wir gucken mal. Ich finde allein das Packaging schon ziemlich geil. Die Verpackung ist toll. Ich mag dieses Leo. Die Nummer 10. Das los! Richtig da festgeklebt. Was ist das? Das sind Tattoos. Ja, nee, die gehen in die Verlosung. Ich benutze keine Tattoos, also keine Body-Tattoos zum Aufkleben oder wie auch immer. Ne? Nee. Hier oben ist die Nummer 11. Hatte ich nicht eben irgendwas gesagt? Ich benutze eine Aufmachhilfe. Na, egal. Oh, ein Primer. Das ist toll. Hier haben wir 8,5 Milliliter with hydrating Coconut Water. Ui. Aber ich kenne jemanden, der Kokosnuss mag und der einen Adventskalender von mir bekommt. Das heißt, das Produkt behalte ich für einen anderen Adventskalender. Die Nummer 12. Oh. Das muss ich anders rausholen. Das kriege ich so nicht. Also die Produkte lassen sich nicht unbedingt einfach aus diesen Plastik Hintergründen entfernen, sage ich mal. Ne? Das war jetzt sehr fest drin. Das ist ein Eyeliner, Wild Eyes Liquid Eyeliner. Und der sieht doch fantastisch aus. Ich liebe Eyeliner. Ich verwende jeden Tag Eyeliner. Den behalte ich definitiv. Ja, muss sein. Das ist mit so einem Pinselapplikator. Oh.
Die ist aber null deckend, leider. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht irgendwie mehr Deckkraft hintersteckt. Der ist eher gräulich als schwarz. Das war übrigens schon die Halbzeit. Wahnsinn. 13. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Oh. So. Hier haben wir eine Nagelfeile drin. Und ich habe jetzt schon ziemlich viele Nagelfeilen in Adventskalendern drin gehabt. Das heißt, diese Leo-Nagelfeile wandert dann in die Verlosung. Zur Halbzeit kann man sagen, ja, man kann den Kalender nach wie vor noch bei sich stehen haben. Ich habe jetzt hier ein bisschen gepatzt, da habe ich ein bisschen zu viel abgerissen, aber ansonsten sieht er noch voll schick aus, finde ich. Und die Nummer 14 geht wieder sehr schlecht auf. Da muss ich wieder meine Schere nehmen. Ruby Red. Das scheint ein Lippenstift zu sein, der passend zu dem Lip Liner ist, den ich dir ja schon reingelegt habe. Und zwar ein richtig schönes, sattes Rot. Weihnachtsrot, sehr gut. Ich habe sehr, sehr viele rote Lippenstifte. Der riecht nach nichts übrigens. Und ja, der kommt in die Verlosung. 15. Und hier haben wir eine schön Wild Lash Boosting Mascara, Volume Mascara. Und das ist eine coole Mascara im Leo-Style. Da gucken wir uns mal das Bürstchen an. Ja, das ist so ein ganz, ganz klassisches Kunsthaarbürstchen, würde ich mal so sagen. Die riecht sehr dezent. Also ich hatte da auch schon tatsächlich Mascaren letztens in der Hand, die deutlich intensiver gerochen haben und dementsprechend nicht gut. Da weiß ich noch nicht. Die wird wahrscheinlich in einem anderen Freunde-Familien-Adventskalender landen. 16 ist hier unten. Hier haben wir ein Eyeliner Pencil Leo Eyes. Und da ich ja den einen Eyeliner schon behalten habe, wird dieser schwarze Eyeliner in die Verlosung gehen. Die Nummer 17. Oh, das finde ich cool. Da hast du hier ein Make-up-Schwämmchen drin. Und das finde ich total niedlich. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir. Das wird verwendet. Die Nummer 18 ist lang und schmal. Oh ja! Das ist ein Pinsel, den kannst du verwenden, um Cream-Kontur aufzutragen. Der ist ja geil, ne? Der ist total witzig geformt. Und auch wieder hier mit diesem Leo-Muster. Fühlt sich auch echt schön an. Und ja, der kommt in die Verlosung. 19. Das ist die hier. Das ist ein großes Produkt. Und zwar haben wir hier einen Wild Blush. 2,5 Gramm sind da drin. Und der erinnert von der Farbe her sehr an den NARS Orgasm. Und den werde ich in einen Familien-Freunde-Adventskalender legen. Und warum ich den nicht behalte? Naja, schau dir doch mal mein Video zu dem Flamingo-U-Star-Adventskalender an. Das habe ich dir irgendwo verlinkt, keine Ahnung. Hier oder unten in der Infobox. Irgendwo. Ich weiß es nicht. Genau, in der Nummer 20, die sich hier oben befindet, haben wir... Ach, schön. Das werde ich rauskommen. Ein Lippenöl. Ein Lippenöl. Hydrating Formula. Lippenöle sind eine super gute Alternative zu Lippenpflegestiften. Ja, das ist total super. Das heißt, das wird demnächst mal verwendet. Ich mag sowas echt gerne. Wirklich. Boah, ich hatte irgendwo in irgendeiner Tasche habe ich noch eins. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Das ist auch voll gut. Ich weiß nicht mehr von welcher. Avon? Ich glaube, von Avon ist das. Okay, 21. Da. Hä? Noch ein Highlighter-Stick. Hä? Color-Stick? Mineral Oil-Free Long-Wearing? Contour. Ach, das ist Cream-Contour. Ja, super. Weil ich dir ja schon diesen Pinsel dafür reingelegt habe, kommt dieser Cream-Contour-Stift natürlich auch mit in die Verlosung. Und ja, das ist ein Cream-Contouring-Ton, den ich aber ziemlich hell finde, ne? Aber gut, kommt mit in die Verlosung. Die Nummer 22. Oh. Das ist eine schöne Farbe. Das ist ein ganz toller Lipgloss und die Farbe finde ich großartig. Finde ich richtig klasse. Also, ne? Moment. Sowas auf den Lippen finde ich immer wunderschön. Nein, die Nummer 23 ist hier. Ich will nicht aufgehen.
Ja, so kurz vor Weihnachten muss man sich noch einmal richtig anstrengen. Sonst geht das nicht. Und das hier ist ein super Pinsel, um Pigment aufzutragen. Mit dem Spoolie, mit dem Schwämmchenapplikator kann man super Pigment aufnehmen und mit diesem Pinselteil, den du anfeuchten kannst, kannst du dir ebenfalls Pigment aufgeben. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen und zwar zu der Nummer 24. Wow! Also das ist mal eine Lidschattenpalette. Die sieht extrem schön aus. Also ne, das Packaging, 15 mal 1 Gramm, also 15 Produkte sind da drin, 15 Lidschattenfarben und die ist mega schwer. Also da merkst du echt eine gewisse Wertigkeit von den Produkten. Und das sind Farben, dafür brauche ich diesen Pinsel auch. Wahnsinn! Und ein großer Spiegel ist auch noch mit dabei, also krass. Ich swatch mal ein paar Töne, also die sind ja echt extrem schön. Boah, auf dem Finger ist das schon mal eine Wucht. Oh, dieses Grün. Guck dir mal das Grün an. Krass. So, und dann swatche ich die mal hier hin. Ei. Oh. Bam in your face. Wow. Guckt euch den Kalender an. Habe ich in der Infobox verlinkt. Die Palette ist ja wohl mal der Wahnsinn. Krass. Also... 5 Euro teurer als der Essence-Adventskalender vom Inhalt her, ne? Sagen wir mal so, es ist kein Nagellack drin. Nein, aber der hat auch sehr, 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 sehr viele Vorzüge, ne? Also coole Produkte dabei, oder? Also mir hat es richtig, richtig, richtig gut gefallen. Denk an die Verlosung, ich habe dir ja einiges rausgesucht. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich extrem drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!